Das sind die Haushalte, die davon am meisten profitieren, die in Einfamilienwohnhäusern leben, viel Fläche haben, zwei Kühlschränke, ein paar PCs, vielleicht auch mal eine kleine Sauna im Keller. Die haben da richtig was von. Die armen Menschen, die ohnehin kaum Ressource haben für Strom und auch bestenfalls einen Kühlschrank und im Zweifelsfall überhaupt keinen PC, die werden prozentual entlastet. Ich finde das immer so irrführend, wie Wirtschaftsinstitute dann rechnen, aber die werden absolut weit weniger entlastet. Das ist der eine Block. Der andere Block, den habe ich überhaupt nicht verstanden. 300 Euro kriegen jetzt alle auf der Kralle für Energie. Unabhängig davon, was sie für ein Einkommen haben. Und dann wird gesagt, ja, wird ja mit der Einkommensteuer verrechnet. Das heißt, selbst der Millionär hat noch immer 162 Euro über mit dem Spitzensteuersatz. Wofür braucht der 162 Euro? Der Single-Millionär wird bei dem gesamten Entlastungspaket, gerade wegen der steuerlichen Elemente, wird entlastet um etwa 380 Euro. Derjenige, der im Niedrigeinkommensbereich arbeitet, der wird entlastet um 300 Euro. Das ist doch keine vernünftige Entlastungswirkung, dass der Millionär mehr Entlastung bekommt als derjenige im untersten Einkommensbereich. Und noch weniger hat der alleinlebende Hartz-IV-Bezieher, der hat nur 200 Euro. Also da wird der Sozialstaat einfach mal auf den Kopf gestellt. Und was wir da gerechnet haben, ist der Punkt, dass wir geguckt haben, welche Ausgabenblöcke gehen da eigentlich tatsächlich wirklich gezielt auf Sozialhilfebezieher, auf die Menschen, die Wohngeld beziehen und die paar BAföG-Bezieher, die wir haben. Und da kommt man leider nur auf 2 Milliarden Euro. Alleine der Bereich steuerliche Erleichterungen, Pendlerpauschale, dann die Arbeitnehmerpauschale, dann der Grundfreibetrag, das kostet 4,3 Milliarden und das ist Steuerrecht. Das heißt, je mehr jemand verdient, umso höher der Entlastungseffekt. Derjenige, der das Pech hat, einen Job zu haben, wo er gar keine Steuern zahlen muss, der geht da völlig leer aus. Also dieses Paket hat eine extreme soziale Schieflage. Es ist unvernünftig, weil hier auch selbst Millionäre entlastet werden. Bei einer Sparquote, die wir zurzeit in Deutschland haben, von 15%, das heißt, das landet direkt auf dem Konto. Und das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir gesagt, Gießkanne, rausgepulvertes Geld.